So. Was war das denn noch? Wenn wir hier wieder das benutzen, kommen wir vermutlich genau auf dieselben Sachen wie unten. Ja. Ach Gott, was haben wir denn hier? So, mal gucken. 1C. 5-5. 5-5. Nee. 1C. 5-5. 5-5. BD. 7A. 7A, 7A. Ja, gucken wir mal. 1C, 5-5, 5-5, BD, 7A, 7A, 7A. Sehr schön. 2200 weitere Eddies. Das lohnt sich hier definitiv, der Ausflug hierhin. Gewaltsam öffnen, da brauchen wir 20. Maximale Konstitution. Was ist denn hier in dem Raum 2? Boah, da muss ja irgendwas Krasses hinter sein. Ja, lass dich nicht stören. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich hier über die Terrassen rüber muss, aber ich gucke mir jetzt erstmal kurz hier von innen nochmal das hier an. Da brauchen wir die 20. Da kommen wir gar nicht rein. Wir haben noch eine Stunde hier, oder? Bitte nicht stören! Oh, okay, ihr habt hier wohl gerade so eine Session am Laufen. Ich gehe dann mal. Ich warte auf jemanden. Bitte geh einfach. Vielleicht wartest du ja auf mich. Schon mal darüber nachgedacht. So, und hier hinten kommen wir auch nicht rein. Und hier ist einfach nur der Eingang, um von außen reinzukommen. Das ist alles verschlossen. Und hier brauchen wir auch 16, um gewaltsam reinzukommen. Ich wusste doch, wir müssen hier über die Balkone. Schade, da kommen wir nicht rein. Kommen wir auch nicht rein. Hallo? Wer ist da? Na fuck. Dann mal los! Bitte! So viel dann zu unauffällig. Okay, das wird jetzt hier, glaube ich, ein bisschen holprig werden. Hey, nicht durch die Tür schießen, okay? Das ist Cheaten. Er hat mich festgenommen! Was haben wir denn hier? Betasäure. Die nehmen wir gleich an uns. Freiheit oder Tod!
Die sind alle abgehauen, okay. Hier komme ich ja offensichtlich nicht durch. Hier auch nicht. Zeigt ihm, was Krieg ist, Leute! So, erstmal machen wir das hier fertig. 1C, E9, 1C. 1C, E9. Da ist kein 1C, das ist blöd. 1C, E9, 1C. BD, E9. BD, okay. 1C, E9. 1C, BD, E9, BD, E9, 1C. So, und jede Menge Komponenten, das ist schon mal gut. Na gut, dann besorgen wir jetzt mal die Betasäure und da wir eh runter müssen. Na los, gib mir deine... Ach, ist doch blöd. Zimmer 103, das ist das hier, aber da komme ich nicht rein. Zeigt ihm, was Krieg ist, Leute! Nicht auf! Och, Mann, ey. Nein, ich bin tot, verdammt. Da wollte ich mal die Waffen benutzen statt meine Skills und dann das. Und nur weil ich oben entdeckt worden bin. Verdammt. Aber ich habe nicht damit gerechnet. Oh. Jetzt sind wir genau wieder hier. Na gut, dann machen wir das hier nochmal von vorne, weil es so schön war. Nur diesmal machen wir es besser. Erstmal verlinken wir uns hier. 1C, 7A, 5, 5. 1C, 7A, 5, 5. BD, 7A, BD. So, was haben wir hier? 2200 Eddies, sehr schön. So, jetzt haben wir dich hier. Wir machen mal Ping. So, schon deutlich besser gemacht. Das Ganze auch ohne irgendwelche Schießereien. Was hat der hier? Drei Nachrichten. Bedingungen der Biel steht Betasäure. Okay.
Komme ich hier raus? Ja. Keine große Sache. Aber wir haben immer noch die Sache mit der 103 offen. Mal gucken. Will ich den jetzt echt bestechen, um hier reinzukommen? Ich suche einen Kumpel. Moment. So ein... Kann sein. Naja, der... Aber hey! Schließ mir... Ich hab doch... Ihr nehmt Privatsphäre ernst, hm? Wie viel zahlt man dafür so? So viel? Oder etwas mehr? Ein bisschen mehr. Hier. Jetzt schließ auf. Und zwar schnell. Na gut, komm mit. Aber sei leise, okay? Ja, natürlich. Du hast mich nie gesehen, klar? Oh, was für ein Saustall. Sogar schlimmer als deine Bude. Ha, ha. Bist du rundum zufrieden mit deinem Leben? Lass mich raten. Pappiges Sojachips, borstiges Leitungswasser und schon wieder ein grausiger Mord von einem Schlafzimmer. Erstickt, würde ich sagen. Wahrscheinlich im Schlaf. Ein gewaltfreier Tod in dieser Stadt? Dann wäre er ein Glückspilz. Oh, ich muss kotzen. Riechst du das? Die Belüftung. Hm, Dämpfe aus dem Raum oben drüber. Moment mal, ist das nicht... Ah, oh, Neoamphetamine. Willst du mir echt verklickern, du könntest Drogen so leicht erschnuppern? Wie ein Polizeihund? Polizeihund? Nein. Wie ein Sommelier. Lass uns oben mal nachsehen. Denke, unser Ripper hebt seine Vorräte da auf. Irgendwo bei einem Entlüftungsschlitz. Okay, das heißt, wenn ich jetzt hier hochgehe nochmal... Nachdem ich das hier eingesackt habe. Das heißt, irgendwo hier... Hier müsste es doch jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, irgendwas Wertvolles jetzt geben oder nicht. Aber nö. Ich verstehe das jetzt gerade nicht hier irgendwie. Er zeigt mir ja an. Da ist was zum Untersuchen. Kann ich noch weiter rauf? Irgendwie aufs Dach oder so? Nee, leider nicht. Das ist jetzt auch wurscht. Dann ist es jetzt so, wie es ist. Dann haben wir unnötig 1000 Eddies ausgegeben. Aber wir hinterlegen jetzt mal die Betasäure am Übergabeort. Ist dein Glückstag. Zumindest, wenn du Pacificas Lockruf hörst und dich ihm ganz hingeben willst. Hast du was für mich?
Naja, wie gesagt, wir haben kein Interesse an dem, was du ihnen andrehen willst. Aber sie haben ein anderes Problem. Also habe ich dich vorgeschlagen. Erledige das vernünftig und du kannst Brigitte sprechen. Also, was ist das für ein Job? Wieso bist du neuerdings so wählerisch? Die Kontaktperson wird dir alles erklären. Ich habe nichts aus dem Typen rausgekriegt. Hatte den Eindruck, ich muss für jedes Wort von ihm zahlen. Okay, mit wem rede ich und wie? Geh zur Kapelle auf der Sloan. Zum Altar. Irgendjemand wird dich anfassen. Nicken. Irgendwas Seltsames. Verstanden. Danke. So, aber jetzt erstmal noch fix, fix noch den Auftrag hier erledigen. Zum Glück haben wir ihn jetzt nicht überfahren, sondern nur angefahren oder umgerempelt. Jetzt wäre sofort wieder die Polizei hinter uns her. Also wie, du hast die Betasäure? Gute Arbeit. Und du kriegst 10 Bonuspunkte, weil du das Rätsel um Bookers Tod lösen konntest. Sauber gemacht, wie. Meine Dankbarkeit landet auf deinem Konto. Dankeschön. Wie bekomme ich denn noch? Oder hat er mir das schon überwiesen? So, aber jetzt haben wir beide Hauptaufgaben, aber wir haben noch einen Auftrag offen. Begib dich zur Werkstatt der Valentinos. Ein paar Nomaden hatten beschlossen, in Night City Nebengeschäfte abzuwickeln und wollten den Valentinos einen geklauten Militech-Geländewagen abkaufen. Das Ganze lief in einem Territorium ab, aber leider haben die Nomaden vergessen, mich um Hilfe zu bitten, weil sie sich die Fixerkosten sparen wollten. Die Valentinos haben sich die Eddies gekrallt, die Köpfe ihrer Käufer gegen die Bordsteinkante geknallt und ihnen gesagt, dass sie sich verpissen sollen. Die Nomaden wollen nur, wofür sie bezahlt haben. Diesmal auf die korrekte Tour über einen Fixer. Eine von ihnen, Dakota, hat mich angerufen und ich habe ihr versprochen zu helfen. Der Wagen ist in einer Werkstatt der Valentinos in Wellsprings gelandet. Du musst ihn zurückholen. Rache an den Valentinos gehört nicht zum Auftrag. Die überlässt du mir. Also wir sollen den Wagen besorgen. Aber das ist ja dann der perfekte Auftrag, um unsere Cyberfähigkeiten vollends auszuschöpfen. So, ich hoffe, die Fahrt mit unserem Boliden dauert nicht allzu lange. Da ich selbst sehr gespannt bin, wie es jetzt in der Hauptstory eigentlich weitergeht. So, dann mach mal hinne. Boom. Ich sehe nichts mehr. Ich bin blind. Er hat's versaut. Du musst ihn kalt machen. Oh, merda. Aber er ist mein Schumba. Genau. Soll ich es etwa tun? Wow, ganz schön viele hier. Okay.
So, dann machen wir mal Folgendes. Wir machen als allererstes mal ein Breach-Protokoll. Wo haben wir eine 55? 55... Ne, die nützt uns nichts. Aber hier. 55, 1C, 7A, 1C. 55. Verdammt, jetzt habe ich mich gerade... Ne, 1C. 7A, 1C. So. Und so, jetzt wo ich das habe... Selbstmord, wieso kostet der Selbstmord jetzt auf einmal 16? Ich habe Erfahrung bei der Rattenjagd, du Abschau. Und ich beiße ihnen gern die Schwänze ab. Warum sind sie nicht mit einem Selbstmord tot? Ist doch doof. Warte mal, ich habe doch noch nach wie vor meine legendäre Cyberware hier überall drinnen, ne? Ja. Das ist jetzt total doof. Ich bin dir auf den Fersen, du Arschgeburt! Aber der Grund vermutlich... ist einfach der, dass die so ein hohes Level haben, weil da stand ja auch sehr groß, also sehr hoch.